Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher, sehr geehrte Damen und Herren, meine Fraktion beantragt aufgrund der Dringlichkeit unseren vorliegenden Antrag, Kreisklinik Wolfhagen muss geöffnet bleiben, auf die Tagesordnung zu setzen und heute noch zu behandeln. Letzte Woche gab die Gesundheit Nordhessen GmbH bekannt, dass sie den Notfallstandort im Krankenhaus Wolfhagen wegen Brandschutzmängel abmeldet und den stationären Betrieb am Ende der Woche aussetzen wird. Als Folge davon werden keine stationären Patienten mehr aufgenommen. Personal wird bereits innerhalb der Rolligen versetzt. Von Seiten des Landkreises und der Kreisklinik wird dem Gutachten zum Brandschutz und der vom Aufsichtsratsvorsitzenden der GmbH behaupteten akuten Gefährdung von Leib und Leben widersprochen. Die Brandschutzsituation in der Klinik ist seit etlichen Jahren bekannt. Der Landkreis Kassel arbeitet die Liste der Anforderungen zur Verbesserung des Brandschutzes nach und nach ab. Jetzt auf einmal von einer akuten Gefährdung für Belegschaft und Patienten zu sprechen, Sie müssen zur völlig unglaublich. Ich begründe die Dringlichkeit. Und wie Sie sicher wissen, nicht nur die Kasseler Linke dieser Meinung, auch die SPD im Landkreis Kassel sieht das so. Zitat: Zuerst versucht es die GmbH mit der So ist es Methode, das Krankenhaus loszuwerden, merkt dann aber so einfach, kommen wir nicht zu unserem Ziel und schiebt nun fadenscheinig den angeblich mangelnden Anschluss als Argument für die Worte schließen vor. So sind wir wieder. Ich rede zur Dringlichkeit. Besonders angesichts der schlimmen Ereignisse im Volksrat am 24.02. Und das ist die Dringlichkeit hier nochmal. Und ich denke, Herr Kretschmann, können wir mal ganz kurz miteinander kommunizieren und den Postbot zumindest zu erleben. Sie haben das ausführlich begründet. Ich denke, es weiß jeder, dass der Antrag für Sie dringlich ist. Und jetzt werden wir noch lieber um den Geschäftsordnung bewerben. Nein. Also ich muss hier die Dringlichkeit schon nochmal besonders betonen. Also, und das ist Teil meines... Das haben Sie ja gesagt. Sie haben jetzt im Grunde genommen, fangen Sie an hier mit sachlichen Argumenten, die kann ich hier nicht zulassen. Es geht um die reine Geschäftsordnungsanfrage, den haben Sie gestellt. Und damit gibt es jetzt dagegen. Gut, dann nehmen Sie zur Kenntnis als Abschluss meiner Begründung, dass die Dringlichkeit auch darin besteht, dass bei den Ereignissen von Volkmarsen die Nichtpräsenz von Wolfhagen im Notfallsystem Leib und Leben zahlreicher Menschen gefährdet.